Ja, also ich unterrichte ja an einer Theaterschule, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und ich unterrichte ja nicht Schauspiel oder Puppenspiel oder Tanz, sondern ich unterrichte das Fach Selbstmarketing und organisatorische Praxis. Und dieses Fach ist ganz neu. Also ich bringe den Studenten oder den Studierenden bei, wie sie sich selbst organisieren, wie sie sich finanzieren können und wie sie sich auch Aufmerksamkeit für ihre Kunst schaffen. Und ich stelle bei dem Fach immer wieder fest, wie schwer es den Studierenden fällt, den jungen Künstlern fällt, sich damit auseinanderzusetzen. Und das einmal fühlen sie sich überfordert, weil sie sind ja nun Künstler geworden und nicht BWLer oder Marketingfachleute. Und das zum anderen gibt es auch ein gewisses Misstrauen diesem Fach gegenüber. Also man sagt dann so, dann überlegt sich so, was macht es eigentlich mit meiner Kreativität? Kommt jetzt stromlinienförmige Kunst raus? Machen wir alle dasselbe, wenn Marketing so früh sich auch mit der Kunst auseinandersetzt? Ja, und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die ich da vorgefunden habe. Und das Buch versucht, diese ganzen Bedenken auch ernst zu nehmen und darauf auch spielerisch zu reagieren. Also einmal diese Überforderung auch aufzunehmen und zu sagen, wir schauen uns jetzt mal diesen großen Berg gemeinsam an und ihr werdet sehen, wir zerlegen den in Etappen und es ist nicht so schwierig. Und das andere auch, ich versuche auch dieses Misstrauen, was Marketing immer auch schafft, also diese Spannung zwischen Kunst und Markt und Kunst und Geld, auch aufzunehmen und zu sagen, es gibt auch viele Sachen, die Marketing nicht machen kann. Und wir schauen uns das immer Schritt für Schritt gemeinsam an und wir schaffen das auch gemeinsam. Das ist das Anliegen des Buches, den Künstlern die Angst zu nehmen, sich diesem Thema zu widmen. Mein Untertitel des Buches heißt ja eine Werkzeugkiste. Und das ist auch ein bisschen der Sinn dieser des Werkzeugkistencharakters. Also es gibt tatsächlich Techniken, die sind bei allen Sparten gleich. Also wie schreibe ich zum Beispiel eine Pressemitteilung? Sie schreiben eine Pressemitteilung genauso für eine Premiere, wie auch für eine Vernissage, wie auch für ein Konzert. Ja? Oder auch bei sowas wie Crowdfunding-Kampagnen. Auch der Aufbau einer Crowdfunding-Kampagne ist sehr ähnlich. Ja? Dann habe ich aber, wenn es so darum ging, weiterführende Adressen und Hinweise zu geben, habe ich versucht, das immer sehr breit zu streuen. Also dann habe ich was für die darstellenden Künstler, für die bildenden Künstler, für Musik und für Tanz auch dabei. Und auch bei der Auswahl meiner Interviewpartner habe ich sehr stark darauf geachtet, dass alle Sparten vorkommen. Also Sie werden also einen Gerhard Stadelmeier, Theaterkritiker der FAZ, neben einer Claudia Wachudi finden, die für bildende Kunst in der City in Berlin zuständig ist. Es hat sich in der Kommunikation grundsätzlich was geändert. Wenn wir so, sagen wir mal, so 30 Jahre oder 40 Jahre zurückgehen, dann gab es so fünf, in jeder Sparte so fünf, sechs Großkritiker, die musste man kennen. Und wenn die auf einen aufmerksam geworden sind und über einen geschrieben hat, dann war man gemacht. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es ganz viele im Print, sehr, sehr viele im Online-Bereich. Social Media haben Sie angesprochen. Und das hat einmal eine unheimliche Chance für Künstler, weil man hat es jetzt ein bisschen mehr in der Hand, auch dafür zu sorgen, dass man dass einen aufmerksam wird. Man kann diese auch gerade bei Social Media und online die Journalisten kann man sehr viel besser kontaktieren, da ist diese Barriere nicht so groß, ja. Also das ist wirklich eine große Chance geworden. Andererseits ist es unübersichtlicher, also man muss auch viel mehr machen, ja. Und trotzdem gibt es, wie das ja immer so ist, es löst nicht das eine das andere vollständig ab. Es sind so eine Art Parallelwelten. Also immer noch gibt es die Großkritiker und immer noch gibt es die großen Theater oder Kunstmagazine. Also man braucht immer noch die klassischen Techniken, die Leute anzusprechen. Also eine Pressemitteilung haben sie vor 30 Jahren geschrieben und sie schreiben sie auch heute. Und ich habe ja auch gerade bei den Interviews immer auch versucht, diese beiden Welten ein bisschen vorzustellen und auch ganz konkret die Leute zu fragen, ja, wie spreche ich sie denn an? Wie kann ich sie denn kontaktieren? Und das sieht tatsächlich ganz anders aus bei einem
Kritiker der FAZ oder bei der Süddeutschen, als wenn sie einen dieser Facebook-Scouts versuchen zu kontaktieren. Aber ich bin der Meinung, man muss die ganze Bandbreite machen, weil man ansonsten beschränkt man sich auf eins. Also man muss schon wissen, wie man das eine oder das andere bedient. Und das versuche ich auch in dem Buch vorzustellen. Also Sie werden lernen in dem Buch, wie man wirklich ganz klassisch vorgeht oder auch wie man sich der neuen Medien bedient. Ich muss wirklich sagen, dass ich über diese Frage sehr dankbar bin, ja? Weil Marketing, das sage ich jetzt mal in aller Klarheit, Marketing macht keine gute Kunst. Und Marketing räumt so den Blick frei auf die Kunst, ja? Also die räumt die Barrieren weg, die man teilweise selbst schafft, indem man unorganisiert ist, oder indem man nicht die Aufmerksamkeit dahin lenkt. Aber trotzdem nochmal, Marketing macht keine gute Kunst. Und immer wieder, wenn ich bei Kollegen lese, und wie jetzt auch ganz kürzlich, ja, auf dieses Kunstwerk kommt es nicht mehr an, Hauptsache ihr macht ganz viel Energie das Marketing, da kann ich nur mal Folgendes sagen. Ich habe mein ganzes Leben mit Marketing verbracht und ich glaube, ich habe einen ganz guten Sinn dafür, was Marketing alles schaffen kann. Und trotzdem sage ich allen jungen Künstlern da draußen, dass der Kern dieser ganzen Sache ist und bleibt ihre Kunst, ja. Und natürlich müssen sie Marketing machen, damit es ein Publikum abends gibt, was, oder ein Vernissage-Publikum, wie auch immer, was Lust hat, auf ihre Kunst zu schauen. Aber sobald der Vorhang aufgeht oder sobald die Vernissage eröffnet ist, dann kommt es darauf an, was man da sehen kann. Und da sehen Sie mich, da bin ich ganz, ganz streng und so. Das sage ich auch wirklich auch meinen Studenten. Marketing entlastet nicht und niemals davon, gute Kunst zu machen.